Geiselnahme. Mann tötet Frau und kidnappt zwei Menschen in Dresden. Festnahme. Vizepräsidentin des EU-Parlaments unter Korruptionsverdacht und Hörverlust. Laute Musik macht Jugendliche krank. Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. In Dresden ist es zu einer dramatischen Geiselnahme gekommen. Teile der Innenstadt waren mehrere Stunden lang gesperrt. Ein 40-Jähriger hatte am Morgen mutmaßlich seine Mutter getötet und später in einem Einkaufszentrum um sich geschossen und Geiseln genommen. Tim Deitrup. Es waren wohl die längsten Minuten seines Lebens, bis die Einsatzkräfte ihn befreien konnten. Eine der Geiseln ein Junge, die andere eine Angestellte in der Dresdner Altmarktgalerie. Dort hielt David W. sie fest. Die Polizei greift ein, verletzt den Täter tödlich, die Geiseln sind unversehrt. Zuvor war der traditionelle Striezelmarkt gesperrt und das Einkaufszentrum evakuiert worden. Dann Polizei bitte sofort verlassen, das Gebäude. Wir sind im ersten Stock, es schien sich im Erdgeschoss alles abzuspielen. Also das war auf jeden Fall gefährlich für uns, dass das neben unserem Laden war. Der 40-jährige Täter hatte wohl am Morgen bereits seine Mutter im Stadtteil Frohlis getötet und war dann bewaffnet in die Innenstadt gefahren. Dort versucht er in das Büro des Senders Radio Dresden einzudringen und schießt durch ein Loch in der Tür in die Redaktionsräume. Unverrichteter Dinge macht der Deutsche sich weiter vom Ammonhof auf den Weg zum Altmarkt und verschanzt sich mit zwei Geiseln in einem Drogeriemarkt im Untergeschoss des Einkaufszentrums. Kurz nachdem sie den Geiselnehmer stellen kann, die ersten Infos von der Polizei. Sie haben die beiden Geiseln, die beiden Opfer, äußerlich erstmal unverletzt in Obhut genommen. Sie werden natürlich jetzt betreut und der Täter wurde mindestens schwer verletzt. Was man schon sagen kann, ist, das Motiv am ehesten in einer psychischen Erkrankung zu suchen ist bei dem Täter. Wenig später erliegt David W. seinen Verletzungen. Das genaue Motiv wird wohl nicht mehr ans Licht kommen. Derweil ist die Sperrung der Dresdner Innenstadt wieder aufgehoben. Nach Sachsen-Anhalt gilt ab heute auch in Bayern keine Maskenpflicht mehr in Bussen und Bahnen. Sie sei nicht mehr verhältnismäßig, weil inzwischen andere Viruserkrankungen, wie etwa die Influenza, in den Krankenhäusern häufiger behandelt werden müssten als Corona, so die bayerische Staatsregierung. Gleichzeitig appellierte sie an Bus- und Bahnfahrer, die Maske weiterhin freiwillig zu tragen. Das EU-Parlament wird von einem Skandal erschüttert. Gestern Abend wurden eine der Vizepräsidentinnen Eva Kaili sowie vier weitere Mitglieder festgenommen. Sie stehen unter Korruptionsverdacht. Offenbar wollte der Golfstaat Katar Einfluss auf die Europaparlamentarier nehmen. Christina Lewinsky. Eva Kaili, griechische Abgeordnete und eine der Vizepräsidentinnen des EU-Parlaments, wurde am Abend in ihrer Brüsseler Wohnung festgenommen. Der Verdacht, Katar habe sie bestochen. Der Golfstaat soll angeblich hohe Geldsummen und große Geschenke an Mitarbeiter des Parlaments gemacht haben. Entsetzen bei den Abgeordneten. Also es ist nicht unbekannt, dass es Akteure immer auch mal wieder bei Menschen verfluchen. Und da kommt es halt auch bei mir immer reagiert und das sieht man natürlich den Menschen nicht rein. Die 44-jährige Kaili hatte sich kurz vor Beginn der Fußball-WM in Katar mit dem katarischen Arbeitsminister getroffen. Im November sagte sie in dieser Rede im EU-Parlament, Katar sei führend bei den Arbeitsrechten, trotz wiederholter Kritik von NGOs an den dortigen Arbeitsbedingungen. Der Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe Antikorruption des Parlaments fordert Null Toleranz und sieht nicht nur in möglicher Einflussnahme durch Katar ein Problem. Aserbaidschan, Russland, also Diktaturen versuchen auf diese Art und Weise sich ja nicht nur Einfluss zu nehmen, sondern im Grunde Einfluss zu kaufen, mit Geld einzugehen, Abgeordnete anscheinend zu bestechen, mit Geschenken. Für Lobbykontrolle ist klar, die Lobbyismusregeln in Brüssel müssen erweitert werden. Dass klar ist, wer hier in welchem Auftrag in Brüssel Einfluss nimmt, dann müssen wir das dortige Lobbyregister stärken, insbesondere auch was autoritäre Regierungen aus autoritären Drittstaaten angeht, die hier tätig sind. Die Brüsseler Staatsanwaltschaft will morgen über Haftbefehle gegen Kaili und vier weitere Verdächtige entscheiden. Der Winter wird immer kälter, aber zumindest sind ja die Gasspeicher weiterhin gut gefüllt.
Der Speicherverband ist zuversichtlich, dass Deutschland ohne Mangellage durch den Winter kommt. Dennoch reicht der Appell, Gas zu sparen, nicht ab. Thomas Lehrer. Es ist kalt geworden in Deutschland. In einigen Landesteilen herrscht sogar Dauerfrost. Da lockt man sich schon ein gemütlich warmes Zuhause, auch wenn sich die meisten Menschen weiter eifrig am Energiesparen beteiligen wollen. Ich habe so ungefähr 18-90% von dem, wie ich vorher geheizt habe. Nicht nur heizen, auch Licht und so weiter, aber wir gucken das schon, dass wir das auch schon vielleicht wirklich anpassen, wie unsere aktuellen Bedingungen. So sehr habe ich vorher nicht auf Energie geachtet. Das ist dieses Jahr anders. Doch das scheint bei den sinkenden Temperaturen vielen zunehmend schwer zu fallen. 20% Gaseinsparung hat die Bundesnetzagentur für diesen Winter als Ziel gesetzt. Zuletzt waren es nur noch 13. Wir haben das Einsparziel der letzten Woche deutlich verfehlt. Ich bitte die Verbraucher dringend, Gas weiter sehr sparsam zu benutzen. Wir dürfen nicht leichtsinnig werden. Noch sind die deutschen Gasspeicher gut gefüllt. Noch. Doch der Trend ist bedenklich. Der Füllstand sank zuletzt auf nur noch rund 95%. Zwar mehr als in der Vergangenheit, aber da gab es ja auch noch russische Gaslieferungen. Experten raten angesichts des Kälteanbruchs zur Vorsicht. Panik ist nicht angesagt, aber die Einsparanpille sind nach wie vor notwendig, weil wir eben nicht wissen, ob wir jetzt in den nächsten Wochen und in den nächsten zwei, drei Monaten einen sehr kalten Winter bekommen. Und dann könnte es schon noch mal eng werden bei den Gasspeichern und im Geldbeutel. Denn nach wie vor ist der Preis für nachgekauftes Gas auf dem Weltmarkt extrem teuer. Nicht nur die Augen von Jugendlichen leiden zum Beispiel durch die übermäßige Nutzung von Handys, sondern auch die Ohren sind in Gefahr. Mehr als 1 Milliarde junger Menschen weltweit droht Schwerhörigkeit oder sogar Hörverlust, so eine aktuelle Studie. Der Grund? Zu laute Musik. Matthias Herrein. Der Besuch eines Weihnachtsmarktes kann ihrer Gesundheit schaden. Eltern haften für ihre Kinder. Diese Warnung existiert nicht wirklich, hätte aber ihre Berechtigung. Damit sind keine Glühweinvergiftungen oder Karussellunfälle gemeint. Es ist der Lärm. Immer noch unterschätzt, dafür immer gefährlicher. Mehr als 1 Milliarde Teenagern weltweit droht Schwerhörigkeit, weil sie zu laut Musik hören. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität von South Carolina. Na, laute Musik! Einfach geil! Wenn man laut hört, denn das macht halt viel mehr Spaß. Die Rave wird durch und durch und die Bässe, die müssen halt laut sein. Das muss knallen. Und wenn es nicht mehr knallt, ist das Gehör schon beschädigt. Eine Lautstärke von 85 Dezibel kann bereits dauerhafte Schäden verursachen. Eine kurze Einordnung. Flüstern bringt es auf 30 Dezibel. Ein normales Gespräch hat 65, das vorbeifahrende Auto im Schnitt etwa 80, das Flugzeug 105 und ein Rockkonzert belastet die Ohren mit satten 140 Dezibel, auf Dauer zu laut. Viele Menschen hören leider Musik um die 100 Dezibel herum über ihre Kopfhörer und das ist etwa vergleichbar mit dem Lärm eines Presslufthammers oder eines Martinshorns in 10 Meter Entfernung. Und das, ja, definitiv, sind sich alle Experten einig, wird das Gehör schädigen. Faustformel die 60-60-Tagesregel. Nicht länger als 60 Minuten Musik, nicht lauter als 60% der maximalen Lautstärke, sonst drohen irreversible Hörschäden. Und das war's von uns. Jetzt kommt noch das Wetter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss und auf Wiedersehen. Tief verschneit und winterlich präsentieren sich aktuell die Mittelgebirge, aber nicht nur da ist es winterlich geworden, auch in München. Die ersten Schneeflocken und in der Nacht zum Sonntag gibt es da jetzt einen Nachschlag, besonders im Osten und auch im Süden an den Alpen staunliche Niederschläge. Da gibt es den meisten Neuschnee, insgesamt eben ziemlich glatt und rutschig auf den Straßen, besonders im Osten. Frostig wird es verbreitet, besonders da, wo es auflockert. Da sind bis zu minus 8 Grad möglich. Der dritte Adventssonntag bleibt dann verbreitet winterlich mit Temperaturen unter 0 Grad. Knapp darüber gibt es nur am Niederrhein und an der Nordsee. Und besonders im Osten und im Süden fällt weiterhin der Schnee. Ein paar Lichtblicke gibt es bei Schneeschauern auch. Am ehesten im äußersten Südwesten und auch in Schleswig-Holstein. Und dann müssen wir erst einmal weiter frieren und bibbern. Es wird sogar noch etwas kälter. Wenn es nachts auflockert über den Schneeflächen, strenger Frost bis minus 12 Grad. Ja, und Glätte und Schnee bleiben uns erhalten. Ein